Ja, meine Damen und Herren, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, da sind wir wieder. Das heißt, Maria Wiesner und Dietmar Dart von der FAZ. Das war ja nun was anderes als ein Schwank mit Massenschlägerei im Bierzelt. Was war das eigentlich? Also ich musste, als wir das erste Mal zusammen angeguckt haben, an William Faulkner denken, den berühmten amerikanischen Erzähler, der bei seiner Nobelpreisrede 1950, als er den Literaturnobelpreis bekommen hatte, sagte, das Einzige, was wirklich interessant ist zu erzählen, ist eben nicht Gut gegen Böse, Held gegen Schurke, Heldin gegen Schurkin, sondern im Grunde the human heart in conflict with itself, das menschliche Herz im Kampf mit sich selbst. Das haben wir ja hier gerade gesehen, wenn auch assistiert durch andere Leute. Wir haben, um den Dialog mit den Leuten gerade kurz anzuspielen schon, die draußen sich beteiligen können und das auch tun, eine Rückmeldung gekriegt, was den Ton angeht. In der Tat ist es so, der einzige Schauspieler, den man tatsächlich genießen kann, wenn man die deutsche Version anguckt, ist Tom Hardy. Wenn man, was möglich ist und was wir das nächste Mal, glaube ich, dann sagen werden, nochmal explizit sagen werden, die englische Version anguckt, dann kriegt man jede Menge andere großartige Schauspielerinnen und Schauspieler zu hören. Bei diesen Telefonaten unter anderem die Frau, die schwangere Frau, ist Olivia Colman, die eigentlich jeden Oscar verdient hat, den es überhaupt gibt. Einer der beiden Söhne, der Söhne von der Figur Ivan Locke, ist Tom Holland, Banausen wie ich, und viele da draußen kennen ihn als Spider-Man. Und dann gibt es noch Andrew Scott, wer ist der im Film? Der macht den Donald, also die Figur, die die ganze Zeit rumgescheucht den wird. Den Säufer. Genau. Der zwei Cider getrunken hat, was überhaupt nicht geht. Wir würden niemals zwei Cider trinken vor so einer Veranstaltung. Und das ist Andrew Scott. Was ist der in Sherlock Holmes, in der TV-Show? Ja, da spielt er den Moriarty, also den Gegenspieler zu Sherlock Holmes, den Bösewicht. Und eventuell, wenn jemand Fleabag gesehen hat, eine Fleabag mit Phoebe Waller Bridges, genau. Bridges. Okay. Da spielt er den heißen Priester, wie es, glaube ich, auf Deutsch heißt. Mhm. Okay. Wie auch immer, also das sind viele Schauspieler und Schauspieler, die man hören kann, aber sehen und von der Präsenz eines übergebrezelt kriegt man ja doch hauptsächlich von Tom Hardy, der hier den ganzen Film tragen muss und doch kolossale Sachen zu stemmen hat, und zwar in jeder einzelnen Szene. Und ich habe mich schon gefragt, was für ein Schauspieler naturell dazu gehört, weil einerseits hast du diese, wie sagt Arno Schmidt, dem Gott die Knochen eines Ochsen gegeben hat, also diese Statur. Und andererseits hast du in der Synchronisation noch mehr im Original so eine Stimme, die so ein bisschen brüchiges Papier ist. Und das ist ein ganz interessanter Kontrast. Und ich glaube, der arbeitet viel mit so Kontrasten. Du hast für uns Tom Hardy studiert. Erzähl mal was. Ich bin tief ins Werk Tom Hardys eingedrungen. Und genau das, was du schon ansprichst, ist eigentlich sein Markenzeichen, also das, was ihn ausmacht und was auch gerade an seiner Performance so faszinierend ist. Also, dass er sowohl mit der Stimme arbeitet, sehr, sehr viel mit der Stimme arbeitet, wenn man ihm die Gelegenheit gibt, wie jetzt in dem Film hier, sehr viel mit Mimik. Also, man sieht ihn ja eigentlich nur Oberkörper aufwärts, da ist ja sonst nichts weiter großartig, mit dem er irgendwie diese Figur spielen könnte. Und in anderen Fällen arbeitet er komplett mit diesem Körper, der eigentlich gar nicht so massiv ist. Okay, dann ist das eine Art, wie er hinsteht, oder? Wie er dasteht, wie er aufgenommen wird. Ich glaube, der Film, der am meisten bekannt sein dürfte für seine körperliche Massivität, die er dazu gelegt hat für die Rolle, ist The Dark Knight Rises von Christopher Nolan. Da spielt er, der dritte Batman. Da spielt er hier mit dieser Vollgesichtsmaske, also kann überhaupt nicht viel Mimik da bringen. Er kriegt noch weniger eigentlich zu tun als hier. Ja. Genau, nur Augen und dieser Körper, der hat für die Rolle fast 20 Kilo zugenommen innerhalb weniger Wochen, also nur Oberkörpertraining, ganz viel Pizza, ganz viel Steak, ganz viel Hühnchen. Und gibt dem Ganzen eben diese Massivität und gibt dem aber, um das zu brechen, diesen massiven Körper, ja diese ganz seltsame, fistelige Stimme mitunter, fast schon Joker. Fast so ein Klischee vom Joker, genau. Ja, genau. Also nimmt das irgendwie mit auf, spielt damit. Du hast praktisch einen Bär und der klingt wie eine Schlange. Ja. Nicht immer, manchmal, wenn wir haben so eine Szene, wo Batman in einer Höhle das Licht ausmacht und dann hat er diese schöne Dialogzeile von Nolan bekommen. Du denkst also, die Dunkelheit ist dein Verbündeter, aber ich bin in der Dunkelheit geboren. Ich habe das Licht überhaupt nicht gesehen, bis ich erwachsen wurde. Also, und das sagt er mit so einem ganz dann tiefen Bass, ja, ja. Okay. Wo man weiß, oh, jetzt wird's ernst. Da kann Batman jetzt vielleicht einpacken. Dafür ist er, also das war so die Rolle, die ihm am berühmtesten gemacht hat. Ja. Eine Rolle, wo er zeigen konnte, wie gut er ist. Und ich finde, das zeigt sich ja immer in so Ensemble-Casts, wo sehr, sehr gute Schauspieler mitspielen.
und wo man dann schauen kann. Wo du absaufen kannst, wenn du da nicht Schritt halten kannst. Genau, ja. Also wenn du da so erste Liga Hollywood oder Oscar-nominierte England in dem Fall Leute neben dir hast, sehr schwierig damit zu halten. Wir haben hier Gary Oldman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, in dem schönen, ich muss jetzt gucken, wie der deutsche Titel ist, Tinker Tailor Soldier Spy, Dame, König, Ass, Spion, eine John le Carré-Verfilmung. Auch da hat Hardy eine ganz tragende Rolle drin. Ich habe den Film gesehen und ich kann mich nicht an ihn erinnern, was kein schlechtes Zeichen sein muss, weil er in der Rolle aufgeht. Ja. Genau, obwohl er überhaupt nicht groß verändert ist. Also er sieht auch aus, prinzipiell wie Ivan Locke hier, ein bisschen weniger Bart, Haare fast genauso. Der geilere Moritz bleibt treu. Genau. Und spielt eine tragende Rolle im Gegenüber von Gary Oldman, weil er der Doppelagent ist, der hier alles ins Rollen bringt und an dem das Scharnier sich sozusagen um diese Geschichte... War das jetzt ein Spoiler? Oder? Nein. Kommt gleich. Nein. Es gibt ja Doppel- und Dreifachagenten hier und alle haben irgendwie noch mindestens eine zweite Agenda, die sie fahren. Also es ist ein sehr... Eigentlich bleibt das bis zum Schluss spannend und... ich finde, Tom Hardy ist auch gerade, wenn du sagst, ich habe ihn fast gar nicht erkannt beim Gucken, der ist eigentlich immer so ein Schauspieler, wo ich dann so nach so teilweise 60 Minuten in den Film rein denke, ach, das ist Tom Hardy, der die Rolle spielt. Obwohl er eben nicht viel Maske drauf, nicht viel verändert. Würdest du sagen, das ist was Britisches? Weil Emma Thompson ist ja genauso. Also habe ich mehrfach gemerkt, ach so, das war sie jetzt. Könnte sein, die sind da... wandlungsfähiger. Die Amis sind ja so, ich bin Brad Pitt, egal was ich mache. Das oder sie haben halt diese krasse Method-Acting, ich habe das studiert und wenn man mir sagt, ist Glas, esse ich Glas auf der Bühne. Und ich glaube, das machen sie nicht. Die arbeiten halt viel, viel mehr mit allem, was sie, also die stürzen sich mehr rein und arbeiten dann mit allem, was sie haben, aber sie sind, der geht nicht so weit, dass er jetzt sagt, wie beispielsweise, das ist der Film, den ich wirklich empfehlen würde, wenn man sich mit Tom Hardy nochmal ein absolutes, genussvolles Seherlebnis bescheren will und was die meisten noch nicht kennen. Bronson, da ist er nicht komplett reingegangen. Das ist jetzt nicht, ich bin Method Acting Charles Bronson, nämlich nicht der Schauspieler, sondern der gewalttätigste Gefängnisinsasse Großbritanniens. Der dann so genannt wurde, der sich selbst so genannt hat, genau. Ein Film von Nicholas Winding Refn. Das ist einer der ersten Filme, die Tom Hardy groß gemacht haben. Eigentlich so ein kleines Independent-Ding. Charles Bronson lebt auch noch, als er mit ihm... Der Irre. Und um eben diese Rolle komplett so spielen zu können und so reintauchen zu können, hat Hardy mit ihm telefoniert, ist den besuchen gegangen, hat den studiert, hat seine Stimme und Tonlage studiert. Und was den Film so interessant macht, ist, dass er den hier fast, dieses erste Drittel, fast die erste Hälfte komplett allein trägt. So wie der, den wir jetzt gerade gesehen haben, auch. Also das heißt, er steht auf einer Bühne und erzählt sein Leben und wie er da hingekommen ist und wie er den ersten Postüberfall gemacht hat und dann ins Gefängnis kam und dann anfing, sich da mit allen zu prügeln, die ihm irgendwie in den Weg kamen, um so berühmt zu werden. Und Refn sieht auch da, was für ein Talent in Hardy steckt und gibt ihm dann zum Beispiel eine Szene, wo er ihm so zur Hälfte eine Seite des Profils in einer Rolle, die andere Seite in der anderen Rolle und er dreht sich dann auf der Bühne jedes Mal in so einem Zwiegespräch mit sich selbst in veränderten Stimmen, um einen Dialog aus der Gefängniszeit wiederzugeben. Also das heißt, wir haben hier schon eigentlich so ein Foreshadowing von diesem Genre. Genau. Das wäre auch genau der Punkt eigentlich, was haben wir hier eigentlich gesehen? Was für ein Genre ist das hier eigentlich? Warum ist das so Hardy-lastig? Jetzt soll ich hier so aus der Mottenkiste der Literaturanalyse. Ich würde so ein bisschen dazu übergehen, ehe ich noch mehr tolle Tom Hardy-Filme aufzähle. Kann ich machen, aber ich kann endlos tolle Tom Hardy-Filme hören und gucken. Also, es ist so, ein Fachausdruck dafür wäre Monodrama. Monodrama ist einfach eine Figur gegen alles, gegen die ganzen Umstände. Also das, was du sozusagen jetzt auch in dem Bronson am Anfang erzählt hast. So ein bisschen das berühmteste Monodrama, glaube ich, der letzten 50 Jahre ist, Krabs Last Tape von Samuel Beckett, der berühmte König des absurden Theaters oder Battleprinz des absurden Theaters. Das ist ein Stück, wo jemand eine Banane isst, dann hört er sich Tapes an, wie er früher war und wie er auf den Tapes darüber redet, wie er noch früher war und schaltet die Tapes ab und verwurschtelt sich in die Tapes und streitet mit sich und schaltet die Tapes ab und dann wird es finster und es ist ein sehr beklemmendes und intensives Ding, das eben tatsächlich das menschliche Herz und vielleicht sogar das menschliche Hirn im Kampf mit sich selber zeigt. Und das ist eine Gattung, die so für natürlich, ja, erstmal brillierende Schauspieler natürlich gedacht ist. Und ich sage bewusst Schauspieler, da kommen wir auch gleich noch zu. Das ist erstmal eine ganz klar gegenderte Geschichte, dass da halt einer steht, ein Kerl.
Und da gibt es viele Beispiele, ich würde sagen, unterschiedlicher Qualität. Also ein sehr schönes, kaum bekanntes ist von Franz Hodiak, das ist ein rumäniendeutscher Schriftsteller, Franz Geschichtensammler. Da geht es um François Villon, der packt einfach einen Koffer und erzählt sein Leben, während er einen Koffer packt. Und natürlich ist die Dramatik dann, was steckt denn dahinter? Also genau wie hier die Dramatik ist, mit wem telefoniert er denn im Auto, in dem Film, den wir gesehen haben. Es gibt es auch außerhalb des Theaters, es gibt es auch als Oper, wo dann hauptsächlich literarische Stoffe über Personen, die aus irgendeinem Grund in ihrer Gesellschaft nicht gut zu Hause waren oder von dieser fast zerquetscht wurden, zu behandeln sind. Es gibt einen Spezialisten dafür in der Oper, Grigori Samuilovic Fried, ein Russe, der hat viel derartiges geschrieben, zum Beispiel eine Oper Tagebuch der Anne Frank. Oder die Briefe von Van Gogh, also da sind dann oft Textgrundlagen einfach vertont worden, die sozusagen so eine monologische oder monosingende Interpretation verlangen und fordern. Eins, das ich persönlich sehr mag, ein Monodrama, ist von 1989, also der großen Zeitenwende, wo alles kaputt oder neu wurde, je nachdem, wie man es sehen will. Das heißt Katarakt und ist Teil des Stückezyklus Festung von Reinhard Götz. Da hast du wieder einen alten Mann. Und da werden sozusagen schon auf der Ebene des Textes, wenn man das liest, das muss man, kann man natürlich, aber muss man gar nicht aufgeführt sehen, sondern die Sprache schafft es in diesem Stück, genau diese Heranzieheffekte zu erzeugen, die wir ja jetzt auch teilweise mit Kameraunterstützung gerade in dem Film gesehen haben, dass du zum Beispiel, wenn du leise wirst, dass die Leute sich so vorbeugen und da reingezogen werden. Das fängt schon so toll an. Steht diese Figur auf der Bühne, ein alter Mann. Hören Sie das? Haben Sie das gehört? Wenn man sich sonst nicht bewegt, dann hört man sogar das Öffnen und Schließen der Augenlider. Also das heißt, du bist ganz bei dieser Figur am Anfang, dann geht es weiter durch so eine Reflexion, wie steht diese Figur zur Welt? Da sagt er dann so Sachen wie: Vor Geschichten, die ich noch nicht kenne, habe ich Angst, bitte tu die weg. Das heißt, du hast diese Stage, wo du sozusagen mit jemandem mitleidest, der mit Scheiße konfrontiert wird, die er eigentlich nicht gebrauchen kann. Und die dritte Ebene ist dann sogar Zeit- und Gesellschafts- und Epochenkritik. Also in dem Tom Hardy, ich könnte mir vorstellen, wenn der Personenkraftwagen nicht mehr so präsent ist wie jetzt in unserem sozialen Leben, weil irgendwelche Geschichten passieren mit, ob sowas überhaupt noch erlaubt ist, so ein Individualverkehr oder so, dann kann man sich diesen Film angucken und wird wahrscheinlich viel über unsere Zeit auch wissen, inklusive diese Ultrakonnektivität, dass der mit aller Welt verbunden ist. Und das ist in dem Katarak-Stück von Götz dann der Moment, wo es plötzlich um Helmut Kohl geht, ohne dass der genannt wird, und um so einen Regierungsstil, den es heute gar nicht mehr gibt, wo dann diese Figur sagt, ja, und dann wird ihm vorgeworfen, der sitzt die Probleme nur aus. Ist doch goldrichtig, sollen etwa alle immer gleich erschossen werden? Also es hat auch einen großen Humor und es ist irgendwie sehr, sehr beweglich und man kann wahnsinnig viel damit machen, aber eben nur dann, wenn man sozusagen in konzentrischen Kreisen schreibt und spielt und in diesem Fall inszeniert, wenn es ein Film ist, von der ganz genau sezierten Psychologie dieser Figur oder auch nur von ihrem Verhalten, wenn man Psychologie nicht mag oder sagt, ich kann in die Blackbox nicht schauen, bis hin zu dem größten Kreis, was ist das für eine Gesellschaft, was ist das für ein historischer Moment, wo man sich da befindet. Genau, aber ich habe was gesagt, was nicht ganz stimmt. Na. Ich habe gesagt Typen. Ich habe Ja. gesagt Männer. Ha, ich habe nämlich eins gefunden, wo es eine Frau gibt. Ja, und zwar ein berühmtes, ne? Ein Oder sehr, ein ehemals sehr berühmtes. eines, sagen wir mal so, eines der berühmtesten von Peter Hacks. Ja, jetzt muss nur noch Peter Hacks berühmt sein, dann ist das berühmt. Nee, aber es ist, glaube ich, in der ganzen Welt Es ist in gespielt der ganzen, worden. genau, es ist ein 422 Millionen Sprachen. 25 Länder haben ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe aufgeführt. Das ist 76 das erste Mal aufgeführt worden, Doppeluraufführung in Berlin am Maxim Gorki und am Staatstheater in Dresden. So berühmt, dass Also man DDR. DDR, genau, auch DDR-Schriftsteller. Allerdings so berühmt, dass Marcel Reich-Ranicki dieses Stück in den Kanon der lesenswerten deutschsprachigen Werke aufgenommen hat. Wow, okay, das war ja nun niemand, der besonders freundlich war zu sozialistischen Autorinnen und Autoren. Das Das heißt, spricht für die das Qualität muss des schon Werkes. verdammt gut sein. Ja. Genau. Mittlerweile auf 200 deutschen Bühnen, habe ich nachgelesen, aufgeführt. Also tatsächlich eines der berühmtesten Stücke von Hacks und ein auch weltweit sehr berühmtes Stück Und worum geht's? um eine Frau. Das heißt, du hast sozusagen das, was du hier mit Tom Hardy Das, hast, was wir hier mit aber. Tom Hardy haben, haben wir hier mit Charlotte von Stein, Okay. die
damit konfrontiert ist, dass Goethe abgereist ist über Nacht und Nebel nach Italien und jetzt der Weimarer Hof in Aufruhr ist und sie ja für ihn verantwortlich ist. Damit beginnt das Stück. Sie ist in so einem als Gattin eines Hochgestellten. Genau, und auch als selbst Hochgestellte an diesem Hof und die sich eigentlich in so einer Rechtfertigung vor ihrem Mann befindet. Der Mann kommt aber gar nicht großartig zu Wort. Ist da was gelaufen? Mit ihr und Goethe? Das ist eben die spannende Frage. Das verneint sie gleich am Anfang gegenüber dem Gatten und sagt dann, ja, ich kann ja auch gar nicht lügen. Und das ist eine der, wie ich finde, sehr, sehr schön geschickten Kniffe von Hux. Sie sagt, ich kann gar nicht lügen, denn du weißt ja, wenn ich lüge, dann fange ich an, mich zu wiederholen und dann fange ich an zu stottern. Und dann. Also wissen wir als schlaue Zuschauer schon an der Stelle, okay, wann kommen denn jetzt die Wiederholungen? Wann fängt sie denn an zu stottern? Und das tut sie natürlich dann an den Stellen, wenn es anfängt, um die Beziehung zu Goethe zu gehen und diesen Vorwurf oder die Behauptung, da sei was gelaufen. Und das setzt sich dann sofort. Sie wartet die ganze Zeit auf einen Brief. Und ich sehe eine CD. Gibt es eine Möglichkeit, sich das reinzutun, wenn man es nicht liest, sondern erleben will und es wird gerade nirgends aufgeführt? Wenn es nirgends aufgeführt wird, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit dieser sehr schön gelesenen und gespielten CD. Ich weiß nicht, ob man die so ein bisschen... Ich drehe sie mal hier so in unsere Kameraeinstellung. Dieser CD, wir haben auch vermerkt in der Liste, die am Ende nochmal umgepostet wird. Stimmt, wir liefern ja eine Liste von allem, was heute vorkommt. In den Leserkommentaren. Das hier ist gesprochen von Gisela Zoch-Westphal, sehr gute Schauspielerin, sehr gute Sprecherin auch, die diese komplette, mehr als eine Stunde diesen Monolog hält. Sehr, 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 sehr schön auch da reingeht. Und wie ich schon sagte, wir wissen als Zuschauer, und das ist ja auch bei dem Stück, bei dem Film, den wir gerade gesehen haben, der Fall, wir wissen immer ein bisschen mehr als die Figur. Also das ist natürlich sehr interessant, wie das überhaupt geht, weil wir haben ja nur diese Figur. Genau. Also wie können wir dann mehr wissen als die Figur, weil die Leute verblendet sind. Genau. Und in dem Fall, dass sie sagt, ich kann ja nicht lügen, denn du weißt, dann fange ich an, mich zu wiederholen. Und dann fängt sie an, sich zu wiederholen, was sie natürlich gar nicht so merkt. Also sie kriegt nicht mit, dass sie die ganze Zeit erzählt, was eigentlich wirklich mit Goethe gelaufen ist und was der Grund ist, warum sie sich so aufregt und warum sie ihn die ganze Zeit lang diskreditiert und sagt, können wir das als Film haben mit Charlotte Gainsbourg? Das wäre fantastisch. Oder Emma Thompson. Und das Gleiche haben wir ja bei Ivan Locke, bei unserem BMW-Fahrer hier die ganze Zeit. Also das heißt, wir haben zum einen diese Stelle, wenn er anfängt, in den Rückspiegel zu gucken und mit seinem Vater zu reden. Oh ja. Die ja dann auch so geschickt inszeniert ist, dass teilweise sich nicht mal der Mund bewegt, also dass man mitbekommt, ah okay, das ist jetzt zum Teil in seinem Kopf. Du hast so Voice-Over an der Stelle, ja, es ist nicht völlig synchronisch. So diese Rechtfertigung gegenüber dem Vater, der längst gestorben ist und die eigentlich auch die Begründung, warum er diese ganze Aktion da jetzt macht, warum er mitten in der Nacht nach London fahren muss. Warum er sein Leben eigentlich. Genau, aus diesem Kindheitstrauma und aus dieser Schuld, die da irgendwie seinem Vater ihm aufgeladen hat und die er nicht wiederholen möchte. Und gleichzeitig haben wir diese, auch hier die Liebesdinge, die so im Unklaren sind und über die Figur sich gar nicht klar ist. Also der, in dem Moment, wo, wenn man es im Original gehört hat, Olivia Colman sagt, I love you, ich liebe dich, kann er ja überhaupt nicht darauf reagieren. Macht sie zweimal, ja, das stimmt. Genau, und er blendet das komplett aus und ja, danke. Und würdest du ihm sagen, ihm ist ja gar nicht klar an der Stelle, er tut es ja sozusagen, um ein anständiger Kerl zu sein und anders zu sein als sein Vater. Aber im Grunde ist das ja ein ziemlich grausamer Akt. Also sozusagen, wenn er sagt, er fährt hin, damit sie versorgt ist, damit es ihr besser geht und pipapo, und dann redet er von dem Kind, das Kind soll nicht denken und so weiter. Aber sozusagen an der Stelle würde man ja fast sagen, es ist irgendwie Charity und Mildtätigkeit und Empathie, wenn man das dann einfach mal sagt, wenn die das jetzt hören muss oder so. Man würde ihr ja auch sonst nicht irgendwelche brutalen Sachen jetzt ins Gesicht knallen. Ich glaube, es sagt viel. Wie siehst du ihn? Ich denke, es sagt sehr, sehr viel mehr über seine Figur aus, weil er jemand ist, der komplett sein Leben ja über Taten eigentlich definiert. Also der ist kein Mensch der großen Worte, sondern der ist jemand, bei dem das, was er tut, sein Leben definiert. Also dieses auch das Ganze. Und auch kein Innenleben in dem Sinne, sondern so, dass ich ein guter Vater bin, heißt, ich versorge euch. Genau, und ich komme zu dem Fußballspiel und dann gucken wir das. Also es ist alles über diese. Es ist messbar. Es ist, und so wie auch ja sein Beruf komplett messbar ist, so wie diese ganzen Zahlen stimmen müssen. Und wenn du einen Millimeter an der Stelle wackelst, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. So ist ja eigentlich auch sein Leben strukturiert und daran. Wahrscheinlich auch aufgrund der Vater hat gefehlt und es war keine Festigkeit da, hat er sich das, also wäre jetzt so eine psychologische Interpretation dieser Figur. Und das, was er tut, sagt ja eigentlich aber schon, was er will. Also das ist ja eine komplette Impulsentscheidung, die gegen sein, also dieses am Anfang ist der Blinker nach links gesetzt und dann biegt er doch nach rechts ab. Aber das ist ja eh das Irre, dass man sozusagen, dass dieser Film
weder gut noch schlecht ausgeht, sondern nicht ausgeht, aber doch ausgeht, im Sinne von, du kannst dir den wirklich weiterdenken. Das geht ja bei vielen Filmen nicht. Ja. So, also bleibt er jetzt bei ihr und so weiter. Ja. Wahnsinn. Und der, ja, wie gesagt, Regie, Drehbuch erzählen da viel, viel mehr über die Figur, als der wissen kann. Als der die Figur über sich selbst wissen kann. Also das ist eine sehr interessante Technik, die hier verwendet wird, um uns viel, viel mehr zu erzählen, obwohl eigentlich ja nichts da ist. Es ist ja nur das Auto da und Tom Hardys Gesicht und seine Stimme und die Anrufe, die reinkommen. Mhm. Diese Form aber auch so spannend macht. Also gerade dieses Monodrama ja auch so spannend macht. Jetzt haben wir ganz viel über Gefühle und über Frauen und teilweise auch Männer geredet, die nicht über ihre Gefühle reden können. Dabei ist ja aber Monodrama an sich so ein Ding, was dann doch mehr Männern dominiert ist, wie wir schon gesagt haben. Die großen Monologe im Theater sind ja auch meistens den Männern vorbehalten. Also Faust. Sein oder nicht, genau. Sein Hamlet und so. Einerseits gebe ich dir recht, andererseits ist das auch eine Geschichte, wovon eigentlich jedes Monodrama in gewisser Weise handelt, ist eine Form von Emanzipation. Also er emanzipiert sich sozusagen jetzt erst von seinem Vater, den er ja dann noch aus dem Grab ziehen will und die Würmer aus den Ohren popeln oder irgendwas Schönes, was er ihm verspricht. Und natürlich kann man sagen, wenn jetzt eins der beiden Geschlechter, der sozialen Geschlechter, stärker nach Emanzipation drängen muss, weil sozusagen mehr Kontrolle oder weniger Selbstständigkeit oder so da ist, dann erwartet man eigentlich dieses Geschlecht. Und tatsächlich ist es so, also dass eben Monodramen über Frauen sozusagen noch mehr das rausarbeiten, was du gerade alles gelobt hast bei Hardy. Also und in dem Film. Zum Beispiel gibt es einen Text von Hermann Broch, die Erzählung der Magd Zerline, der sehr oft als Monodrama auf die Bühne gebracht wird und wo genau das der Fall ist. Also sie ist nicht nur eine Frau, sie ist auch noch eine Magd. Und arguably, man kann darüber streiten, eins der allerbesten Monodramen in Deutschland ist auch eine Geschichte von einer Frau, und zwar von dem Typen, der was mit Frau Stein hatte oder auch nicht, nämlich von Goethe. Das ist die Proserpina. Die Proserpina ist in die Hölle entführt worden. Ist eine Tochter von Jupiter und also vom obersten Götter Heini und Ceres. Und sie wird halt von dem Höllenfürsten sozusagen ins Jenseits geholt, weil der eine Frau braucht und sie soll die Königin der Hölle sein und will das aber natürlich nicht, weil es war ja nicht ihre Entscheidung, es ist ja nicht ihre Wahl. Für so kaputte Menschen wie mich, das gibt es tatsächlich schon in einem sehr bekannten Science-Fiction-Film alles, denn der griechische Name dieser römischen Figur Proserpina ist Persephone. Und Persephone ist Monica Bellucci in Matrix. Da ist der Merowinger derjenige, der sie sozusagen als Computerprogramm da in seine Hölle zieht und dann muss sie da irgendwie Königin sein und dann verschwört sie sich aber mit Neo und so weiter, was bei Goethe alles fehlt. Neo fehlt bei Goethe. Der Mann hatte keine Ahnung. Nein, das ist ein wahnsinnig gutes Teil. Muss ja ein Monodrama sein. 1778, glaube ich, das erste Mal im Druck erschienen. Und es hat ihn sehr beschäftigt. Also er war sehr besessen von dieser edlen Gestalt, die sich da emanzipieren will an dem denkbar ungeeigneten Ort, nämlich einfach in der Hölle, im Totenreich. Und du hast lustigerweise, ähnlich wie bei No Turning Back, den wir heute gesehen haben, auch andere Stimmen, von denen Goethe dann aber sagt, sie sind unsichtbar. Und zwar sind das nämlich die Parzen, und also die Schicksalstanten. Das sind so Höllendienerinnen, Dienerinnen der Verdammnis und des Wahnsinns. Und sie ist immer so, sie kämpft immer so um ihren Rest Würde, um ihre Eigenständigkeit im Entscheiden. Im Grunde, sie redet mit ihrem Vater eigentlich wie in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, er mit seinem Vater redet, nämlich in einer Art Rückspiegel. Warum holt ihr mich hier nicht raus und so weiter? Letztlich verzagtes Herz, Hoffnung gießt in Sturm, Nacht, Morgenröte, also selbst in der größten Scheiße im Sturm, da kommen wir gleich drauf, wenn es ums Kino dann noch mehr geht. Im Sturm ist die Hoffnung dann trotzdem eine Kraft. Und das Geile, der Twist in diesem Ding, der also sozusagen M. Night Shyamalan und wie sie alle heißen, können das nur bewundern, was Goethe da für einen Turn macht. Sie will nicht Höllenkönigin sein und rüttelt so an allem und ist irgendwann so besessen von ihrem Emanzipations-, Selbstermächtigungsding, von ihrer Debatte mit sich selbst, dass die Höllentanten, die Parzen, dann sagen, weil sie so sich aufregt darüber, dass sie in der Hölle sein soll, das ist sie, das ist unsere Königin. Also sozusagen, sie verliert dann. So wie man bei Hardy dauernd denkt, der baut doch noch einen Unfall vor lauter. Und dann ist genau das, was er will, nämlich ich bin ein verantwortungsvoller Mensch, der das Ding wieder in den Griff kriegt, nicht gegeben. Und genauso versucht sie sozusagen mit Mitteln der Höllenfürsten-Zwangssituation zu entgehen, die dann gerade dazu führen, dass sie am Ende eben eine Höllenfürstin ist und auch als solche anerkannt ist. Was nicht heißt, dass ein Mann nicht auch in der Hölle stecken und in der Hölle getestet werden kann. Und da haben wir auch noch einige gesehen. Oh ja, unter das kommt anderem, dann mehr im Film vor. Das kommt dann mehr im Film vor, genau, weil die Hölle
es anscheinend von dem Moment an nicht nur, wo man computergenerierte Bilder machen kann, sondern auch, wo man halt einfach Materialschlachten im Kino machen kann, was Hollywood liebt, ein wunderbarer Ort. Und die Hölle ist, wenn ich das richtig sehe, bei den Filmen, die wir mitgekriegt haben, meistens nass. Sehr nass. Sehr, sehr nass. Also Männer in der Hölle sind nicht im Eis und nicht im Feuer, sondern im Wasser. Wie beispielsweise Robert Redford in All is Lost. 2013 ist das Ding genau passiert. Er spielt einen älteren, reichen Mann mit Yacht und nichts mehr zu tun, möchte man so annehmen. Es wird nicht viel Hintergrund gegeben. Lass ihn doch. Ja, okay. Er hat sich eben diese sehr teure Segeljacht gekauft. Das ist fast ein Haus, ne? Da ja, so. Und schippert und auch viel Technik und so drin. Also der Reichtum ergibt sich über die ganze Kulisse, die er da um sich rum hat. Und schippert damit und die teure Ausrüstung und die teure Ausstattung, also alles sehr, sehr schick und sehr sportlich geschnitten, nützt ihm aber alles nichts, weil er im Pazifik irgendwo weit ab der Handelsstraßen einen Containerfrachter rammt über Nacht und seine Yacht damit ein Leck hat, dass er gerade noch so flicken kann und dann kommt er in einen Sturm und dann wird alles immer also schlimmer. Also so eine riesige Metallbox, die so, halt, genau, weil sie voller Luft ist, außer voller Turnschuhe, da rumschwimmt. Das, was dann in Rotterdam oder in Hamburg am oder Hafen. Oder dem ist in Hamburg mit chinesischer Beteiligung. Genau, aus China verladen wird, weil da auch so, da lecken so lauter Schuhe und Sneaker raus in das schöne blaue Wasser. Und es haut ihm halt irgendwie ein Loch ins. Genau, und dann fängt das Schiff an, Leck zu schlagen, das kann er noch reparieren, dann kommt er in einen Sturm und dann ist alles dahin und es wird ab da eigentlich immer schlimmer. Also irgendwann sitzt er in so einem kleinen, aufblasbaren Rettungsboot und schippert da weiter und ich glaube, der höllenmäßig schlimmste Part ist, wenn dann tatsächlich irgendwann treibt es ihn auf so eine Handelsroute zurück, wenn so ein riesiges Containerschiff an ihm vorbeikommt und er eine Leuchtrakete aus seinem Rettungskasten nach der anderen zündet und da ist aber niemand, weil diese Containerschiffe ja heutzutage fast keine Menschen mehr drauf haben und auf der Brücke auch niemand mehr ist, der ihn sehen kann, sondern da das größte Teil wird alles von Microsoft und Teams Nachrichten gesteuert. Genau, da läuft alles automatisch und ihn kann keiner mehr sehen und dieses Schiff, das ihn retten könnte, fährt halt an ihm vorbei weiter. Die Szene geht ja irgendwie gefühlt 22 Stunden. Und es ist rote Kisten, gelbe Kisten, blaue Kisten. Hallo! Ja. Du kannst schreien, du kannst anzünden, was du willst, nix. Ja. Genau, also die absolute Hölle ist nicht die Natur, nicht die Haie, nicht die Fischchen, die da drunter sind, sondern und nicht der Sturm. Wie Jean Beau Sartre gesagt hat, die anderen, nur dass sie eben gar nicht da sind. Ja, oder eben die Abwesenheit der anderen in dem Fall. Was mich ein bisschen irritiert hat daran, das fand ich sehr interessant, der führt keine Selbstgespräche. Der sagt ganz am Anfang was, also hier können wir wirklich nur Robert Redford gratulieren, dass er so ein guter Schauspieler ist und dass J.C. Chandor den ausgesucht hat dafür, weil das sind mehr als 90 Minuten komplett stummes Kino, wo ganz am Anfang mal was gesagt wird und dann. Ich glaube, wo er in dem Gummiding dann sitzt. Irgendwann schreit er. Schreit er mal fuck, wie sich's gehört. So. Und dann hat er irgendwie noch so einen Moment, wo er an dem Funkgerät rumbastelt und kurz mal irgendwie. Die regionalen Nachrichten von Brandenburg empfängt. und da mag er das Ding dann auch nicht so richtig. Aber in der Tat. Ich wäre ja so der Kandidat, der ab dem ersten Tag anfängt, mit dem Gummiboot, den Fischen, den Haien, dem Wind zu reden. Ja, oder mit sich selbst. Also so, warum habe ich das gemacht und warum bin ich so doof und so. Oder eben, und das, wir haben ja gesehen, dass viele Monodramen nicht nur, weil es Theaterstücke sind, sondern auch wenn es eine Oper ist oder so, sehr textorientiert sind. Und mir fiel natürlich sofort ein The Old Man and the Sea zu dem Redford-Film. Apropos das ist, Männer auf hoher See. Spencer Tracy, eine Hemingway-Verfilmung, wo der irgendwie einen Fisch angelt. Und da hast du ja dann schon, der Tracy liest uns halt den Hemingway vor irgendwie. Das ist so ein Hörbuch mit entsetzlichen Bildern. und ich habe mich dann in der Tat gefragt auch, warum der Redford eigentlich weiter nichts sagt. Denn das kennt man ja tatsächlich, wenn man wenn der Rasierpinsel ins Klo fällt oder so, dass man das kommentieren muss. Und das tut er die ganze Zeit nicht. Und ist vielleicht auch so ein Typ Mann, was wir gerade sagten bei Tom Hardy, der spielt anders. Redford ist noch so ganz altes Hollywood-Kino, so Gary Cooper hätte wahrscheinlich auch nichts gesagt. Das stimmt, Gary Cooper hätte auch nichts gesagt, aber Cary Grant hätte doch wahnsinnig gute Witze gemacht. Die ganze Zeit. Also du hast recht, dass es eher ein Typ ist als eine historische. Es ist halt so, ist jemand ein Sympath oder ist jemand sozusagen ein in sich geschlossenes System oder so? Und es gibt ja auch noch Castaway mit Tom Hanks, da habe ich jetzt nicht geguckt, von wann das ist. Das ist aber auch irgendwann passiert. Steht natürlich nicht drauf, ich hasse DVDs.
Castaway, Tom Hanks, der dann mit einem Sportzubehör, also mit einem Ball, den er Wilson nennt, die ganze Zeit redet. Und der quatscht auch die ganze Zeit mit dem. Der fällt dann nachher ins Wasser und Spoiler. Oh mein Gott. Und in der Tat, also inwiefern sind diese Filme, das Interessante ist, dass ich eben bei all dem, was wir jetzt vorbereitet haben, wie die Bescheuerten, weil es einfach so wahnsinnig interessant war, dass wir festgestellt haben, dass diese einsamen Trips, die da stattfinden, unglaublich viel Gesellschaftskommentar einfach enthalten. Also dass eben zum Beispiel der No Turning Back, den wir jetzt gesehen haben, im Grunde sagt, du kannst wahnsinnig vernetzt sein und wenn es drauf ankommt, komplett alleine. Also diese Geschichten, die man noch aus dem Anfang der sozialen Medien kennt. Jemand hat 35.000 Facebook-Freunde und liegt dann 4 Monate tot auf dem Sofa, weil die Person halt überhaupt keine Freundinnen und Freunde hat. Und in der Tat, dieses von dir zu dem Zweck, dass ich heute Nacht nicht schlafen kann, nochmal aufgerufene Ding mit diesem Containerschiff, was da vorbeifährt, was wirklich so eine Mauer ist. Also es ist so, wo man ja auch sagt, Einsamkeit ist eigentlich ist wie Freiheit. Also alleine bist du eigentlich nicht frei. Du bist frei, wenn andere da sind, die dir aber nichts aufzwingen oder so. Und genauso ist halt in dieser Situation der Typ nicht ohne Menschen, sondern mit fürchterlichen Menschen. Und das ist natürlich ein Bild, was vielleicht viel zu tun hat damit, dass große historische Umwälzungen, die wir gerade kriegen, die mit viel Kommunikation und Geräusch verbunden sind, zum Beispiel jetzt die Ukraine-Geschichte oder die Pandemie, ja tatsächlich auch die einzelnen Leute einerseits in ein Riesending stellen mit Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und gleichzeitig total alleine lassen. Also wenn du irgendwie dann einen Scheck kriegst vom Bundeskanzler, gut und schön, aber was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und mein Fall ist so spezifisch und dann wird aufgezählt wie bei Redford. Ich hatte eine Kneipe und dann habe ich gedacht, na dann entlasse ich jetzt 2 Mitarbeiter. Und so. Das Tolle bei Redford ist ja diese Eskalation. Mhm. Der erste Schaden, den repariert er noch. Ja, und den zweiten so, das ist ein bisschen auch wie in dem, den wir jetzt gesehen haben, dem No Turning Back, wo das man denkt, jetzt hat er das halbwegs mit der Baustelle im Griff, jetzt kommt die Verschlingung des Babys mit der Nabelschnur und so weiter. Jetzt, there's just one, wie sagt Tom Cruise in dem Few Good Men, and the hits just keep on coming. Und das ist so ein Drain der psychischen Energie, weil sozusagen das dauernd leckt und dann klebst du das Leck wieder und dann wird das nächste Leck geschlagen. Und das ist alles super erschöpfend und gleichzeitig auf eine komische Art befriedigend. Und warum eigentlich? Und an der Stelle? Ich nur dazu vielleicht noch, ich fand auch diesen Film jetzt gerade, das waren gerade mal 80 Minuten, was wir gesehen haben. Ja. Also es ist eigentlich super kurz für einen Film und man ist danach so fertig, ja. weil er einen so mitnimmt und weil er einen so in diese ganzen Spiralen mit reinnimmt. Also das, genau. Ich bin auch tatsächlich jetzt so abgearbeitet, auch durch die Sachen, die du mir jetzt erzählt hast und die wir hier zusammen diskutiert haben, dass ich diese ursprüngliche Idee, die ich in der Anmoderation mal so witzig gedacht habe, dass ich so annonciere, nämlich, dass wir uns mit einer Botschaft beschäftigen von draußen, die sagt, warum packt ihr das eigentlich immer alles so voll? Sollen wir das machen? Erstmal hast du noch andere. Ich habe ganz viele andere Kommentare Jesus. Mittlerweile. Okay, anscheinend, weil, ja. das Vollpacken bringt es ja dann auch mit sich, dass ganz viele Leute dazu noch irgendwelche Impulse oder Anregungen haben. Okay, solange also, wir noch nicht zerbröseln, was hast du? Ich habe erstmal jemand, der unter anderem Account eingeloggt ist, der sagt aber, deshalb kann ich den Namen jetzt gerade nicht vorlesen, ja. Ich finde toll, dass ihr dieses Experiment, dieses Format gestartet habt. Inhaltlich ist die Wahl des Films mit Tom Hardy wirklich kurz genug für Kino alleine vor dem Fernseher, aber lang genug für ein bisschen Kino-Feeling. Das war genau das, was wir gehofft hatten das dabei haben wir bei gehofft. Der Auswahl. Wir haben leider am Anfang immer wahnsinnig lange Dinge gemacht, weil wir furchtbare Angst hatten, dass wir nichts Gescheites dazu sagen können. wir haben jemand anders, der sagt, ich bin selber Vater von 3 Kindern und mache beruflich selbst große Projekte. Mm. Mich hat das Zusammenfallen von derart großen Spannungsphasen der Geburt, des Fehlens von Ivan und einen riesen Meilenstein im größten privaten Bauprojekt Europas fasziniert. Allerdings sind die To-Dos, die Ivan vor der Betonlieferung zu tun hat und delegieren muss, unrealistisch für die Projektgröße. Das ist etwas schwach, aber ich konnte mich trotzdem gut darauf einlassen, finde das Monodrama unterhaltsam und mit der Geburt des kleinen neuen Menschen trotz Nabelschnurschlinge, schwieriges Wort, auch mit einem Happy End gelungen, auch wenn der Rest von Ivans Leben erstmal in Trümmern liegt. Das ist ein toller Punkt, dass die Details, sozusagen die Mondphasen und die Ausfahrten nicht stimmen, weil in der Tat ist das, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zwischen einem Aufsatz über die Psychologie des ganz Alleinseins und einem Drama oder einem Kunstwerk, dass sozusagen, es muss nicht wahr sein, aber es muss sozusagen
so sein, dass Leute, die nicht so viel wissen wie der Mensch, der uns dankenswerterweise hier geschrieben hat, drauf reinfallen können, um es sozusagen als erdrückend und groß dann auch wahrzunehmen in dem Zusammenhang. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so richtig gute Science Fiction. Das ist nicht echte Science, aber es ist auf irgendeine Art wie richtige Wissenschaft. Also mein Lieblingsding ist immer dieses Kavorit, was der H.G. Wells hat, wo er sagt, dieses Element hebt die Schwerkraft auf. Sowas gibt es nicht und man kann mit ein bisschen Physik auch erklären, warum es das gar nicht geben kann. Aber was er richtig macht, ist, die jagen dann nach einem Element, denn Physik und Chemie zu der Zeit, als Wells geschrieben hat, waren, es gibt den und den Stoff, der hat die und die Eigenschaft, wir machen jetzt einen Katalog und eine Theorie und das sind Felder und das sind Kräfte und so. Das heißt, die arbeiten in der Geschichte wie so ähnlich wie. Und die Frage ist, wie nah kannst du rangehen und so weiter. Und das heißt, ich finde es toll, dass ein Zuschauer sagt, ich kenne mich aus und es hat für mich an der Stelle nicht funktioniert, weil das auch heißt, dass es engaging genug war, dass man überhaupt Lust hat, an der Stelle zu widersprechen und sagt, das muss ich jetzt doch noch sagen, was man nicht würde, wenn es einfach ein Kack wäre. Und aber trotzdem ja bis zum Ende dabei geblieben. Also Sie haben das Happy End. Also vielen Dank. Wie auch immer, ob man es als Happy End tatsächlich sehen. Ist es happy und ist es ein End? Eben keiner weiß es. Irgendwie und irgendwie auch nicht und irgendwie schwierig. Was es ja für mich gerade gut macht. Also ja, das ist halt nicht so ein... Sagt er ja auch. Ja, genau. Hast du noch einen? Ich habe noch einen. Marcel Hüppauf kommentiert. Zwei weitere Ein-Personen-Dramen fallen mir noch zusätzlich ein. Der tolle Moon mit dem fantastischen Sam Rockwell. Um Gottes Willen, ja, das ist ein wahnsinnig guter Film. Und der recht spannende... Von dem Sohn von David Bowie, derselbe Regisseur, der einen Film gemacht hat, den wir hier schon gezeigt haben, nämlich entweder der erste oder der zweite. Ganz am Anfang, der. Source Code, und zwar Duncan Jones, der Sohn von David Robert Jones mit den zwei verschiedenen Augen, den die Welt kennt, nicht als Elton John, sondern als David Bowie. So ist es. Aber das stimmt, der Sam Rockwell, genauso. Ist unfassbar, das ist unfassbar gut. Der ist auf dem Mond und mehr sagen wir nicht. Spoiler Alert, es wird furchtbar. Ja, alles andere. Und was war der andere? Der andere, genau. Auch der recht spannende Burial mit dem dort doch erträglichen Ryan Reynolds. Beide mal so eine Art Fegefeuer kurz vor der Hölle. Okay, den habe ich nicht gesehen, das klingt fantastisch. Die nehmen wir mit auf. Dann haben wir noch eine Frage von Holger Eichner. Der fragt, hat die ganze Form etwas Romanhaftes, weil man keine der betroffenen Personen gesehen hat und sich alle selbst vorstellen musste bzw. konnte? Mhm. Das ist schon sehr ungewöhnlich für das Medium Film, oder? Ist ein guter Punkt. Also es zwingt uns, glaube ich, stärker mitzuarbeiten als bei einem typischen Film mit Ryan Reynolds. Ryan Reynolds ist ein toller Schauspieler. The Nines ist ein toller Film, wo er mehrere Rollen spielt, die sozusagen, das Gegenteil eines Monodramas wäre eigentlich ganz viele Schauspieler, die aber dann jeder auch noch ganz viele Rollen spielen. Ja. The Nines ist so ein Film. The Nines, also für die Ryan Reynolds-Skeptiker. Aber in der Tat, also sozusagen, das mit dem Monodrama ist auch so ein Ding, bevor man jetzt zu hart wird mit der Gattung. Es ist ähnlich wie definiere mal eine Tasse. Dann wirst du sagen, Henkel gehört dazu, dann zeige ich dir sofort eine Tasse, wo kein Henkel dabei ist. Das heißt schon, dieses ist nur eine Figur, stimmt eigentlich für kein einziges Beispiel, was wir genannt haben. Ja, es sind bei Goethe gibt es die Parzen, die da rumschreien, hier rufen dauernd Leute an und so weiter. Aber in der Tat, was diese Frage so ein bisschen enthält, nämlich musst du da anders mitarbeiten und ist das Verhältnis zwischen, was ich geliefert kriege, Bilder, Töne, und was ich selber beitragen muss, ein anderes als bei einem Fertigprodukt, wo ich wirklich überhaupt nichts beitragen muss, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ansonsten ist das so eine Mischfrage, wie bei Comics. Wie wenig Text kann es sein und ist immer noch ein Comic und keine Bildergeschichte? Mhm. Oder wie viel Text kann es sein und ist immer noch ein Comic und nicht eine illustrierte Story? Das, was wir hier hatten beispielsweise, wie wenig Text kann es sein und trotzdem wie wenig kann Text kann es sein? Das sind insgesamt wahrscheinlich fünf Sätze. Genau, weil da ist das Mono nicht das Problem, sondern das Drama. Wo ist denn da das Drama? Weil ich meine, bei Krapps letztes Band übrigens von Beckett ist es genauso. Die Hälfte der Zeit streichelt er Bananen. bevor wir jetzt in Depressionen stürzen. Was ich noch dazu sagen würde, bei der vielleicht so drei Worte noch zur Inszenierung des Ganzen, wenn wir sagen, wir müssen mehr mitarbeiten. Was ich bei dem Film wirklich spannend fand und mich deshalb noch mal kurz ein bisschen belesen habe, wie man das gemacht hat, war, wie diese ganze Autofahrt inszeniert ist. Also das sieht ja gar nicht aus wie ein normales Auto. Das ist jetzt nicht wie ein BMW normalerweise eingefangen wird oder wie eine Autofahrt normalerweise eingefangen wird. Also es ist weder nicht mal bei Tenet oder so einem Film. Wo, genau, also nicht mal Christopher Nolan hätte das so aufgenommen, wie das hier aufgenommen wurde. Obwohl auch der rumspinnt mit den Autos in Tenet. Ja. Auch keine BMW-Werbung hätte das so aufgenommen. Also auch diese Werbeästhetik, mit der man ja hätte arbeiten können, war so. Und ich habe mich gefragt, warum sieht das so anders aus als alle anderen Autofahrten, die wir sonst je gesehen haben? Weil wir ja irgendwie dieses Auto und Tom Hardy 80 Minuten lang. Mach mich nicht fertig, hast du rausgekriegt. Warum? Verantwortlich ist Kameramann Harris Zambalokos, ein
Mensch aus Zypern, ein in Zypern geborener Kameraspezialist, der in so Filmen wie Mamma Mia und Thor und Mord im Orient Express sonst Kamera führt, also sonst eigentlich so da gezwungen ist, sehr konventionell zu arbeiten, hier in diesem Independent oder mehr Independent Arthouse Film mal komplett seiner Fantasie freien Lauf lassen konnte und gesagt hat, ich wollte das eigentlich so aufnehmen wie ein Raumschiff. Ich wollte zeigen, was für eine unfassbar okay. tolle Technik das ist. Und deshalb auch diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven. Also Verfremdungseffekt letztlich. Komplett. Also ja. einmal hängen wir ja quasi mit der Kamera so am unteren Hinterrad und man sieht diese ganze Karosserie in so einer völlig überdimensionierten... Eigentlich wie bei Kubrick, wenn das Raumschiff so... Genau. Also ja. es sieht ein bisschen aus wie Voyager oder Star Trek oder... Ja, die Star das alle Wars. Von Kubrick gestohlen haben. Genau, und, okay. und bei Kubrick. Ja. Genau, und der zweite Punkt ist, dass tatsächlich, also die Dreharbeiten, die Atmosphäre, die wir sehen, ist komplett realistisch. Also das heißt, wir haben nur bei Nacht wurde gedreht, dass die ganze kein Beleuchtung, Kunstlicht, keine Scheinwerfer. Kein genau, und diese ganzen Überblendungen und wir sehen die Lampen, die vorbeifahren in der zweiten Hälfte sozusagen neben dem Gesicht von Tom Hardy. Das ist alles so auf seine Ideen zurückgegangen. Auf diesen... denke ich, sehr wichtigen Schlüssel, der die Frage aufmacht, wie ist das gemacht worden, kann ich eigentlich nur noch antworten mit einem Versuch, nochmal anders zu sagen, was da gemacht worden ist. Ich habe angefangen mit dem Faulkner heute Abend, The Human Heart in Conflict with Itself, das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Und man könnte ja sagen, aber geht es nicht um, ist es nicht zu sehr auf den Einzelnen gedacht, insofern Kunst ja auch kommuniziert? Also wieso erzählt man das jemand? Und die erste Antwort ist immer Identifikation. Wir sitzen davor und denken, die arme Sau, so was habe ich auch mal erlebt, hoffentlich wird es nie so bei mir und dann fieberst du mit und dann hast du eine gewisse, ein Aufatmen, ein Durchatmen, ein Sich-Lösen einer ganz klasse Spannung, wenn es am Ende ausgeht oder nicht ausgeht, happy ist oder nicht happy ist. Aber mir ist was Erstaunliches passiert beim nochmal gucken heute Abend. Ich denke, dass das nur die erste Stufe ist, was der Film sozusagen im Sinne von Moral von der Geschichte oder Ethik liefern kann. Das zweite ist, dass du anfängst, dir vorzustellen, wie viele Geschichten dieser Art gibt es, die ich nicht sehe, weil da nur ein Auto an mir vorbeifährt. Das heißt, wenn du dich rausnimmst aus dieser Identifikation, wird dir etwas klar, was in der Philosophie Principle of Charity heißt, das Prinzip des Wohlwollens anderen gegenüber, dass du also sagst, Donald Davidson hat das formuliert oder Willard von Ormatt Quine, da gibt es verschiedene Versionen in der analytischen Philosophie, wenn jemand etwas Idiotisches macht, mir die Vorfahrt nimmt oder sonst was oder irgendwas sagt, wo ich denke, das ist Bullshit und Unsinn und Nonsens, versuch mal mitzudenken, ich habe keine Ahnung, was sie oder er gerade für ein Päckchen trägt und wie hart das gerade ist. Und die Frau von Patton Oswalt, mit dem ich vorhin einen Witz in die Runde geschmissen habe, nämlich Arthouse-Filme sind Filme, die sagen, erinnerst du dich, wie wir uns erinnert haben? Der hatte eine erste Frau, die ist leider tot, Michelle McNamara, die hat ein fantastisches Buch geschrieben über einen Serienmörder und über die Obsession einer Frau, den zu fangen. Also eine sehr monodramatisch, zumindest sehr... monomanische Geschichte. Und Michelle McNamara hat die schönste Moral aus dem Wissen über das Nichtwissen, wie viel Scheiße Leuten passiert, die wir nur im Auto vorbeifahren sehen oder die im Aufzug steigen mit uns oder der wir auf der Treppe begegnen oder die uns irgendwie, wo wir denken, wieso drängelt die sich jetzt vor? Nämlich, weil du keine Ahnung hast, it's chaos, be kind. Da draußen ist Wahnsinn, sei einfach nett. Und diese Moral sozusagen inszeniert zu finden als, der sieht von außen anders aus, als was es dann ist, dieser bullige Typ und so weiter. Das finde ich eigentlich eine der Sichtweisen auf den Film, die ich nicht gehabt hätte, A, wenn wir nicht drüber geredet hätten und B, wenn ich ihn heute Abend nicht nochmal angeguckt hätte. Das heißt, wir setzen, da die ja auch alle so begeistert sind, dieses Ding hier fort. Genau. Und zwar setzen wir es fort am Nikolaustag. 6. Dezember. Am 6. So Dezember, da gucken wir dann irgendwas Deprimierendes oder? Nee, wir haben eine Weihnachtsüberraschung. Eine Weihnachtsüberraschung. Ja. Um Gottes Willen. Okay, Matrix alle drei Teile. Genau. Was schönes Langes. Zur Abwechslung. 6. Dezember, wir weisen rechtzeitig drauf hin. Genau. Sie sind schon mal informiert. Wir hoffen, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat oder interessante neue Ansätze gebracht hat zum Schauen, dann schalten Sie einfach am 6. Dezember wieder ein. Da sind wir beide wieder. Genau, und hier. Was das alles ist, steht dann auch am 6. Dezember an dem Tag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
die wir so eh gut finden. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Sie können noch eine kurze Bewertung hinterlassen. Sie können uns weiterhin Kommentare hinterlassen. Den Diskussionsteil, den wir hier gerade mit Ihrer Hilfe und Ihren Anregungen durchgeführt haben, der wird ab morgen in diesem Artikel an dieser Stelle, wo Sie uns gerade gesehen haben, nochmal zum Abrufen sein. Okay. Genau, der ist aufgenommen worden. Der Film leider nicht. Den Film müssen Sie entleihen auf Pantherflix. Der war exklusiv freigeschaltet für die Abonnenten heute Abend. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Seien Sie nett zueinander bis dahin. It's chaos, be kind. Genau. Tschüss. Tschüss.